Dankeschön, Dankeschön. Ich bin immer noch so ein bisschen am Suchen, was ich machen soll. Ich habe ein neues Programm. Und das heißt Nur die Wahrheit, was ein bisschen blöd ist, weil der Mensch neigt ja gar nicht zur Wahrheit, sondern er lügt gerne. 100 Mal am Tag im Übrigen. Meist ohne es zu merken, manchmal auch bewusst, gebe ich selber zu. Ich lüge auch ab und zu am Telefon, wenn Verwandtschaft am Apparat ist. Man will das doch möglichst abkürzen. Und dann sagt man schon mal, ne, so, oh, ich muss los oder so. Ich gehe dann auch gern mal zur Tür, klingel. Ne? Oh, da kommt jemand. Nein, ist ja auch gut. Man soll ruhig ab und zu mal lügen. Es gibt sogar Situationen, da sollte man lügen. Weil es gibt ja auch Tugenden, die sich gegenseitig ausschließen. Ehrlichkeit und Höflichkeit zum Beispiel. Ne? Geht oft nicht zusammen. Ne? Und es gibt Situationen, da ist es ganz schlimm, da sollte man sich wirklich für die Höflichkeit entscheiden. Zum Beispiel, wenn man gefragt wird, willst du die hier anwesende Dings da in guten wie in schlechten Zeiten? Nein. Ja, da. Sind doch einige Betroffene anwesend hier. Ne? Da sollte man nicht sagen, ja, pff, wollen. Ne? Wann soll der Tod denn eintreten? Nein, da sollte man einfach mal ja sagen, ne, anstatt zu fragen, was kostet mich das denn oder so. Das wäre eine ehrliche Gegenfrage. Was kostet mich das? Weil das ist ja im Grunde die Menschheitsfrage überhaupt heutzutage. Wenn es etwas gibt, was die Menschen kultur- und religionsübergreifend verbindet, dann ist es ja das Geld. Ne, selbst der islamistische Märtyrer, der sich dann die Luft sprengt, der macht das ja nicht zuletzt auch aus finanziellen Gründen. Ne, weil das wissen viele Leute hier gar nicht, dass dessen Familie dann so eine Art Rente kriegt von Hamas oder von der Hezbollah oder wer gerade zuständig ist in dem Gebiet. Ne? Ne? Ja, das ist so. Ne? Die kriegen dann Geld. Ne? Da ist nicht unerheblicher sozialer Druck. Ne? Ne? Und dann sprengt er sie in die Luft und dann freut sich die Familie, weil er ist ja ein Paradies. Ne? Und es gibt Geld. Ne? Da ist richtig Stimmung in der Bude. Ne? Da sagen die, juhu, ne? Ja, die Sonne scheint, der Himmel lacht, der Yusuf hat sich umgebracht. Und dann ist richtig Partystimmung ist da. Da geht's aber richtig zur Sache. Ja, juhu, ne? Ja, ne? Hat sich den Gürtel umgeschnürt und ist dann fröhlich detoniert. Ne? Und dann ist da richtig, ne? Richtig Partystimmung. Ne? Der ist im Paradies und es gibt Geld. Was will man mehr? Ne? Ne, das ist, was mich ja wundert, ist, wie man so stark an etwas glauben kann, dass man sich dafür in die Luft sprengt. Also, weil ich meine, es bleibt ja ein gewisser Restzweifel, oder? Ne? Aber der Märtyrer sagt halt, wer zweifelt, glaubt nicht fest genug. Uff, ne? Und da hat er recht im Grunde, denn dass ich mich noch nicht in die Luft gesprengt habe, liegt im Grunde daran, dass es mir am Glauben mangelt. Und es trifft im Grunde auch auf die religiösen Führer dieser Selbstmordattentäter zu. Denn wenn die wirklich glauben würden, dass im Jenseits das Paradies wartet, da würden die ja nicht die Doofen vorlassen. Ne? Da bin ich ja selber, ne? Ich gehe voran. Wuff. Ne? Naja, ne? Das sind so diese Leute, die meinen, sie hätten die Wahrheit gepachtet. Ne? Das ist ganz schlimm. Ne? Das ist auch, das verstehe ich nicht, wie man so an eine Wahrheit glauben kann. Aber na gut, der Mensch will halt alles besser wissen als der andere. Der Mensch will was Besseres sein. Das steckt in ihm drin. Da kann er auch nichts für. Das ist schon in Primaten, ist das überhaupt, das steckt auch im Kapuzineräffchen. Ja, das weiß man aus dem Tierversuch. Das ist ganz interessant, wenn ein Kapuzineräffchen im Tierversuch, wenn das was macht und kriegt dafür eine Gurke, da ist er total gut drauf. Sagt er, hey, Gurke, super. Ne? Aber wenn dasselbe Kapuzineräffchen sieht, dass im Nebenkäfig das Kapuzineräffchen für das gleiche Trauben kriegt, ne? Trauben sind besser bei Kapuzineräffchen, ja, dann ist er total sauer, dann schmeißt er die Gurke weg. Will keine Gurke. Will auch Traube. Und so ist das auch beim Menschen. Ja? Das geht von der Gurke und die Traube über das Louis Vuitton-Täschchen bis zum Ferrari. Ne? Da stehen die Leute am Straßenrand. Ne? Will keine Gurke mehr fahren. Will auch Ferrari. Anstatt sich einfach mal zu fragen, warum der Ferrari fährt. Ne? Na, weil er beim Ferrari fahren
nicht an seine Erektionsstörung denken muss. Das ist doch der Fall. Ja. Dieser Lacher hat doch auch schon was Kapuzineräffchenmäßig ist. Verreicherer, Erektionsstörung. Aber so ist der Mensch, nicht? Er will was Besseres sein, aber in Wirklichkeit ist er ziemlich primitiv, ne? Weil wer will schon Ferrari fahren? Ich meine, hier in Berlin, da kommen sie nicht mal die Parkhausabfahrt runter, weil sie dann über den Boden schleifen. Aber so ist der Mensch, er will hoch hinaus und dann schleift er über den Boden. Ne? Der Mensch hat so wenig Erhabenes. Das finde ich manchmal so schade, ne? Dass der Mensch so... Der Mensch hat ja lange Zeit geglaubt, er wäre ein Ebenbild Gottes. Ich meine jetzt ganz im Ernst, also... Also allein schon die Verdauung. Ich meine jetzt, ja, ganz im Ernst, ich glaube nicht, dass ein Wesen, das ein Universum erschafft, ich glaube nicht, dass ein solches Wesen Verdauung hat. Obwohl, warum nicht? Ne? Ich meine, vielleicht ist das Universum ja gar nicht in einem erhabenen Schöpfungsakt entstanden. Nur mehr so. Ne? Das gäbe dem Begriff Urknall eine ganz andere Bedeutung. Aber irgendwie Verdauung und Erhabenheit, das geht nicht zusammen. Ich meine, komm, jeder von uns ist doch schon mal in irgendein Klo reingestürmt, wo schon einer saß. Ne? Man ist so ein bisschen peinlich berührt, der Typ guckt einen an, als wäre ihm gerade der Blitz in die Schüssel geschlagen. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von Ihnen in diesem Moment gedacht hat, oh, ein Ebenbild Gottes. Ja, kann man nicht vorstellen. Ja. Danke schön.